Guten Abend, ihr Herrschaften. Willkommen zurück zu Let's Play. Nicht willkommen zurück. Es ist ja ein neues Projekt. Seit Jahren endlich mal wieder ein neues Projekt. Zu Recht auch seit Jahren erst wieder, denn es wurde auch Zeit, dass man ein paar Projekte zu Ende gingen. Zum Beispiel Minecraft und Minecraft und Minecraft und Minecraft. Damit habe ich recht. Also, ich habe das nicht so übertrieben, sondern Minecraft Survival Maps, Minecraft Adventure Maps, Minecraft Singleplayer und Minecraft Skyblock. Alles zu Ende, beziehungsweise ist alles schon fertig aufgenommen und gerendert und fast hochgeladen. Also und das, dadurch, dass dann einige Slots hier frei werden, möchte ich natürlich nicht alles mit neuen Projekten füllen, das wäre zu viel Arbeit, das wäre immer noch zu viel, sondern ich möchte ein paar doppelt machen, wie ich es ja schon öfters mal angekündigt habe, und ich möchte auch natürlich dann auch ein paar, eins, zwei neue Projekte anfangen. Ne, den doppelten. So, ja. Es ist ein noch relativ, das heißt noch, es ist ein relativ altes Spiel. Na gut, ne, ein relativ neues Spiel. Also ich habe mich gewundert, dass es so neu ist. Moment, von wann ist es? 2009. Zumindest die, ist es die Complete Collection. Ist von 2009, also steht zumindest hinten drauf, Copyright 2009, müsste also heißen 2009 oder so. Und damit ist es noch ziemlich neu. Ich denke, das Spiel ist an sich älter. Würde mich auf jeden Fall wundern, wenn das nicht so wäre. Und damit ist es noch ein ziemlich neues Spiel, erst recht in meinem Repertoire hier. ich würde gerne bloß mal ein neues Profil machen. Spiel aktualisieren? Nö. Schichten aufgezeichnete Spiele? Nö. Einzelspieler. Ja, hier ist schön. Das ist hier irgendwas in der Richtung. Ich weiß, der Aufnahme, der Anfang ist hochprofessionell. Aber das passt eben zu mir und das ist authentisch. Wenn wir Städte verwalten. Ah. Achso, ja, bei der Kampagne ist dann wahrscheinlich sowieso dann egal. Okay, wir fangen natürlich mit der Kampagne an. Oh, gespoilert. Und selbstverständlich habe ich hier schon alles durchgespielt, schon mehrmals. Durch ein paar Fehler, ich musste einen Computer irgendwann mal neu aufsetzen, ist eben mal kaputt gegangen. Also, was ist kaputt gegangen? Ich habe neu aufgesetzt. Sag mal, was ist denn heute los? Nee, also ich habe es hier schon mal alles durchgespielt. Gibt drei Akte. Einmal Blut, Eis und Stahl. Eis, Stahl. Und natürlich gibt es hier auch immer Filme dazwischen. Ich hoffe, Fraps wird das soweit hinkriegen, dass das auch die dauerhaften aufnimmt, ohne dass es asynchron wird. Und komm, wir spielen auf Mittel. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich an einigen Stellen so verkacken, aber auch vielleicht war es mir fast manchmal, auch nur manchmal, fast zu einfach. Also das Spiel fordert einen doch ab und zu schon mal ordentlich. Jetzt noch nicht, aber später. Na gut, in der ersten Mission eigentlich schon. Die erste Mission ist schon relativ heftig. Im 16. Jahrhundert verteidigen die Ritter des heiligen Johannes auf der Mittelmeerinsel Malta ihre letzte Festung gegen die Invasion der Osmanen. Manche werden wahrscheinlich Malta gar nicht kennen, denn es ist sehr leicht auf der Weltkarte. Ist es ohnehin total leicht zu übersehen. Ich glaube, das ist nicht mal ein Punkt oder so. Aber auf der Europakarte kann man das schon mal sehen. Denke ich. Und so sieht also Malta aus. In der Europakarte ist das so ein Punkt. Und wäre das ein Bild, dann wäre es auf der Weltkarte ein Pixel. Die Geschichte meiner Familie in der neuen Welt beginnt mit dem Angriff auf Malta, dem letzten Außenposten eines aussterbenden Kreuzritterordens. Eins ist gewiss. Mein Ahne Morgan Black gehörte den Rittern des heiligen Johannes an, als diese die Insel gegen Sahin und die Osmanen verteidigten. Der Rest... Nun, wie in den meisten Familien ist es schwierig, Wahrheit und Legende auseinanderzuhalten. Ey, die Mauer hat viel gekostet. Morgen, die Osmanen sind gelandet. Ach. 1000 Janitscharen, angeführt von Sahin dem Falken. Ja, 1000. Hermann Magnan ist immer noch Anführer der Ritter. Und er sagt, wir müssen sie am Strand aufhalten. Wir beziehen hier Stellung. Also 1000. Die Kreuzzüge sind vorüber. Und dein Orden ist auch nur noch ein Relikt. Ich bin noch nicht bereit zu sterben, Falke. Und unser Orden wird nicht untergehen.
Er ist bereits untergegangen, Morgan. Willst du mit ihm untergehen? Wenn er schon untergegangen ist, wie willst du... Hä? Ach, der Typ ist unlogisch. Aber 1000 Jahre Nichan ist ein bisschen übertrieben. Ausbruch. Stationiert die Armbrust an den vorderen Wellen und attackiert die Janitscharen. Haltet das vor um jeden Preis. Ach, kann ich nur mit den... Oh, Moment. Wenn ich nur mit den Pfeiltasten steuern kann, ich habe das Spiel schon seit einiger Zeit nicht mehr gespielt, dann muss ich meine Tastatur mal ein bisschen umstellen, genauso wie mein Mikro. So, das ist jetzt vielleicht für euch ein bisschen unangenehm. Aber ich habe erwartet, dass ich mit WASD steuern kann. So, ist besser. Dann speichern wir auch gleich mal. Einfach so. Weil ich es kann. Kampagne. Ja, kann ich überspeichern. Kann ich alles überspeichern. Ich kann leider nur auf... ich kann leider nur auf 1270x1080p aufnehmen. Ich würde gerne mehr. Aber das... Das mag weder Fraps noch die X-Story. Also das mögen die einfach nicht. Muss man mal so sagen. Es tut mir sehr leid, ich hätte sehr gerne auf 1080p aufgenommen, damit das Ganze ein bisschen klarer ist. Also so schärfer. Hochgeladen hätte ich es eh nur auf 27 Pixel, ansonsten das Video viel zu groß wäre. Viel zu groß geworden wäre. Aber... Ja... Davon wird jetzt auch nicht die Welt untergehen. Und weil ich habe natürlich wieder mit der X-Story rumprobiert und natürlich leckt die Aufnahme wieder. Ich habe jetzt sogar mich nochmal übelst belesen und es ist einfach zu viel. Es ist ein bisschen einfach total mies. So, könnt ihr bitte mal einfach nur so nah ran, dass ihr die Leute angreift? Hätte ich's. Genau. Ihr sollt bitte durch das Tor schießen. Wie, die können das auch? Verarsche. Moment, du darfst jetzt da durch. Und am besten den hier kaputt hauen. Ja. Nein. Zurück. Mach mal erstmal hier. Du 5. Du auch 5. Du kannst meinetwegen 5 von denen und du kannst weitere 5 von denen machen. So, hau den mal kaputt. Ah. Sind ja fast kaputt. So, ihr. Können wir das Upgrade machen? Ja, wunderschön. Es ist ein Strategiespiel, wie man ganz zufällig sehen kann. Ich weiß nicht, wie man das sonst noch beschreiben soll. Bevor ich dann das erste Video hochlade, werde ich dann selbstverständlich mich nochmal informieren, was das für ein Spielgenre hier ist. So. Fataku! Nicht langsamer werden. Das Spielprinzip müsste eigentlich bekannt sein. Über Age of was ist das denn? Age of Mythology oder Age of Empires eben. Oder Empire Earth. Pikinieren? Ah, ja stimmt, die habe ich ja neu ausgebildet. Die waren fast tot, Freundchen. So, dann können wir meinetwegen noch... Die Pikeniere sind ganz ordentlich. Deswegen machen wir mal noch ein paar von denen. Bitte greift die alle mal an. Top. Einfach top. Ja, man merkt, dass es schon etwas schwerer ist als leicht. Und ich werde versuchen... Was heißt, ich werde versuchen? Ich werde... Also, ich will mal sagen, ich werde versuchen, aber ja, es ist nun mal bei mir so, dass ich es nur versuchen kann, keine Cheats zu verwenden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ist es an sich auch, aber ja. Ich würde gerne mal ein bisschen kaufen. Mützen kaufen? Nein. Mützen verkaufen, genau. So. Ihr könnt ein bisschen am Gold rumhacken. So. Ihr tut auch.
So, dann kriegen wir schon mal ein bisschen Gold zusammen, was wir auch brauchen. Nötig. Oh ja, greift nur alle einzeln an, um abgeschlachtet zu werden. Kein Problem. Nee, nö. Nein, wir haben den Außenposten kaputt gemacht. So, reparier dich bitte mal. Ich auch. Dazu brauchen wir Holz, ne? Ja, oh, das ist nicht schlimm. Ich brauche einen ständigen Nachschub an. Flups. Können wir nicht mehr ausbilden? Schlecht. Ich glaube. Die Türken bringen die große Bombarde in Anschlag. Wie sollen wir sie mit Pike und Muskete besiegen? Unmöglich. Wir brauchen Kavallerie. Wir müssen Kommandant Allen und den Rittern ein Signal geben. Ich gebe mal auf. Nee, sorry Leute, ihr habt gesehen, dass ich es nicht kann. Wir lassen mal auf leicht, damit das Let's Play nicht unnötig in die Strecke gelenkt wird. Genau. In die Länge gestreckt wird. So, das Spiel hier leckt jetzt gerade nicht. Das ist immer so, dass der Film so langsam ist, ne? Die Armbrust an den vorderen Wellen und attackiert die Janitscharen. Haltet das vor um jeden Preis. Nein. Du bleibst mir hier. Du bleibst auch hier. Ich möchte euch alle hier zusammen haben. Du kommst auch hin. So. Und dann holen wir uns noch mal Pikeniere ran. Und wir bringen ein bisschen Holz weg. Ja, du darfst das machen. Was machen die jetzt gerade? Nein. Und das auch. Und ihr beiden holt auch ein bisschen Gold. Haben wir denn noch Gold? Da. So, jetzt geht's ab. Wir brauchen immer eine annehmbare Armee. Das haben sie schon wieder kaputt gemacht. Das finde ich nicht schön. So, mit 10 Pikenieren mehr lässt es sich auch ein bisschen leichter kämpfen. Wir können natürlich auch praktisch den Befehl geben, dass hier, dass die Soldaten sich praktisch alle bis hierhin bewegen sollen, aber alles, was auf ihrem Weg liegt, abschlachten. Das ist sehr oft sehr nützlich, denn dadurch brauchen wir nicht jeden einzelnen mal anklicken und können davon ausgehen, dass die alle Soldaten mitnehmen. Weil würde man nur klicken, dann lassen die einfach mal ein paar Soldaten, die ein bisschen so also gefühlt mehr als 2 Meter weit weg sind, einfach mal so in Ruhe. Ja, jetzt freuen sie sich. So, du kannst dich ein bisschen weiterentwickeln. Und hier darfst du mal alles reparieren. Ich möchte schließlich nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. So, wunderschön. Sonst noch was? Das ist alles ganz. Dann holen wir uns nochmal Pikeniere ran. Noch ein paar Armbrustschützelchen. Schnelle Infanterie. Ja, meinetwegen. Bitte angreifen. Jetzt. Wir haben schon wieder keine Pikeniere mehr. Das kann ich nicht gut heißen. Hier werden wir nur mit dem Kämpfen erstmal vertraut gemacht. Und das ist schon ziemlich heftig, die erste Mission. Also dafür, dass es die erste Mission ist. Normalerweise kommt ja erstmal irgendwie sowas in Richtung Tutorial oder so. Und das ist ja ganz bestimmt nicht so. Irgendwas ganz Leichtes. Hier, komm, tötet die erstmal. Greift die osmanischen Reiter mit den Pikenieren an. Die Fernkämpfer machen mir zu schaffen. Also die Janitscharen. Sterbt. Ich werde übrigens auch ich weiß nicht, ob ich das als. Kann man das als Expansion Pack bezeichnen? Also, The Asian Dynasties und The War Chiefs. Sind das Expansion Packs? Ich weiß es nicht. Also, da gibt es noch 2 extra Teile, sag ich mal. Und die werde ich eben natürlich auch spielen. So, selbstverständlich wieder Pikeniere ranholen. Ja, reicht sogar noch. Ich will natürlich Gold wieder im Überfluss. Nicht Gold, Holz. Und deswegen
Ready. Ready. Ich möchte aber ein bisschen mehr Nahrung haben. Bumm. So, wunderschön. Nein. Zurück. Ich brauche ein paar Leute auch hier. Na. An Nahrung fehlt's. Ist nicht schön. Das heißt, ein bisschen hiervon abziehen. Ein bisschen Nahrung schneller sammeln lassen. Tötet lieber ein paar Tiere, das geht schneller. Also Mühlen sind eine sehr langsame Rohstoffquelle, muss man dazu sagen. Okay. Alle tot? Ernsthaft? Alle tot? Das finde ich nicht schön. My Lord, die Türken bringen die große Bombarde in Anschlag. Wie sollen wir sie mit Pike und Muskete besiegen? Unmöglich. Wir brauchen Kavallerie. Wir müssen Kommandant Allen und den Rittern ein Signal geben. Nichts ist unmöglich. Die Krieger sollen auf den Hügel im Westen steigen und das Signalfeuer entfachen. Zwei Siedler, also die hier in der Nähe am besten. Hallöchen. Oh, es sind sogar genau die. Ja, sammelt ruhig das Holz. Wunderschön. Große Bombarde ist weg. Ich habe wahrscheinlich ein paar Verluste hier eingesteckt, aber nee, wir haben ja genug. Die Franzosen sind auf dem Hügel und versuchen ein Signal zu geben. Schickt ein Schiff um ihre Flanke herum und greift diese Siedler an. Nein. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Sind die Schätze sind hier allein. Morgen. Die Osmanen brechen seitwärts aus, um die Siedler auf dem Hügel anzugreifen. Dann müssen wir uns beeilen. Schickt einige Männer auf den Hügel, um diese Siedler zu verteidigen. Wenn sie sterben, sterben wir auch. Mach ich schon. Keine bei mir. Und du darfst dann noch. Du darfst dann noch hier ein Piketier machen. Mehr. Sammeln ein bisschen schneller Nahrung. Es dauert natürlich länger, 5 auf einmal zu machen. Wenn wir so viele Schätze wie möglich sammeln, erhalten wir auch mehr Rohstoffe. Jojo. Es dauert natürlich länger, 5 Einheiten auf einmal zu produzieren, als 4. Ist ja logisch. So, ihr müsstet euch mal beeilen. Was habt ihr jetzt gesammelt? Nahrung. Geschafft! Das Signalfeuer brennt! Oh oh. Oh oh. Ich bin nicht da. Bin gar nicht da. Noch mehr Bombarden. Hoffentlich ist Alan unterwegs. So, hier und da. Da. Mach das doch mal schneller. Warum brennt das Signalfeuer? Und warum bin ich hier morgen? Ich habe euch befohlen, das vorzuhalten. My Lord. Witzig. Sahin, der Falke rückt mit schweren Bombarden vor. Nun. Oh. Der Falke kann es mit meiner schweren Kavallerie nicht aufnehmen. Nein. Voran, morgen. Zerstört diese Kanonen. Ja, my Lord. Schickt die Kavallerie durch das Fort und schaltet diese Bombarden aus. Okay? Ah ja. Den können wir mal rauslassen, weil so können wir nicht mehr angreifen. So. Stimmt.